And I'm very happy to have two speakers here who will tell us about their experiences on the Juventa, the ship that was seized in August this year. Katrin has been doing search and rescue operations in the Mediterranean since 2 years. And she was on board when the boat was seized, when the Juventa was seized, and she was even head of staff. Hendrik has also been active in search and rescue operation as a RIP. Driver. Which is a kind of special function. And he's also been doing this for 2 years, approximately, for different NGOs. And I'm very happy that they're here and can tell us about what happened on the Juventa. So we have translation to German on the mumble that is in the back now. And yeah, please welcome them too with a big applause. Thank you. Hallo, du hörst gleich den Talk The Seizure of the Juventa, die Ergreifung, die Beschlagnahmung der Juventa vom 34. Chaos Communication Congress in der Übersetzung von Siri und Philipp. Hallo ihr alle, willkommen beim Talk. Wir sind froh, dass ein paar Leute es hergeschafft haben. Als wir für diesen Talk geplant haben, haben wir für eine Stunde geplant, also ist da sehr viel Content in der Beschreibung. Und erst vor 2 Wochen haben wir gemerkt, dass wir nur eine halbe Stunde haben. Also müssen wir uns jetzt echt anstrengen, fokussieren. Ja, ich werde eine kleine Einführung geben in das Gebiet geben, in dem wir uns bewegen, mittleren Mittelmeer. Und danach wird Katrin über die tatsächliche Beschlagnahmung reden. Das ist Katrin, ich bin Hendrik, habt ihr vielleicht schon bemerkt. Also ja, ich mag Karten. Also habe ich diese Karte da reingetan. Also Migration passiert, das wissen wir. Leute wollen nach Europa für ein besseres, sichereres Leben. Und sie fliehen aus verschiedenen Gründen, Krieg, Gewalt, Diskriminierung oder Armut. Sie haben alle ihre Gründe, zu Hause zu verschwinden. Und was wir hier sehen, sind die Routen, die diese Flüchtlinge nehmen. Und die ändern sich ständig. Und das liegt auch an wechselnden politischen Umgebungen. Wir haben verschiedene Routen durch das Mittelmeer seit einer ganzen Weile. Wir haben die östliche Route, die war sehr berühmt vor 2 Jahren, als viele Leute von der Türkei über Griechenland fuhren. Das wurde quasi geschlossen. Wir haben die westliche Route, 10 bis 15 Jahre her, als Leute aus Marokko nach Spanien wollten und über die Kanaren. Und im Moment gucken wir auf die Mitte des Mittelmeers, wo die meiste Migration passiert. Leute wollen meistens aus Libyen, das ist das Braune da unten, nach Italien. In den letzten paar Monaten waren auch Leute, die aus Tunesien rüber wollten, aber immer noch der größte Teil von Migration passiert durch Libyen. Um dir ein besseres Verständnis davon zu geben, wovon wir reden, haben wir hier noch eine Karte mit ein paar Entfernungen gemalt. Das ist in nautischen Meilen. Das ist die Einheit, die wir auf See benutzen. Um ein Beispiel zu geben, unter perfekten Umständen wird ein Flüchtlingsboot, das Libyen verlässt, 3 Tagen Lampedusa sein, mehr als 4 Tage in Malta und 5,5 in Sizilien. Das wäre unter perfekten Bedingungen, die niemals bestimmen. Da sind immer Wellen, Wind. Die Boote haben keinen Kompass sehr oft und wissen nicht, wo sie hinwollen. Also das einzige Boot, das wir kennen, das nach Malta gekommen ist, war für 8 Tage unterwegs. Also diese Entfernungen, die die Menschen überqueren müssen, sind sehr lang. Ja. Die klassischen Boote, die wir so kennen, sind diese hier. Unten siehst du ein hölzernes Boot, die sind sehr unterschiedlich groß. Von 100 bis 1000 Menschen passt alles drauf. Meistens
500 Leute plus minus 100, aber da passen bis zu 1000 rein. Und oben seht ihr das typische Boot, das bis letzten Sommer benutzt wurde, das Gummiboot. 120 bis 150 Leute passen da meistens rein, aber wir haben auch welche mit 180 Leuten drin. Also, ja. Diese Bedingungen, wie diese Boote, die langen Entfernungen, das sind nicht wirklich seetüchtige Boote, machen diese Route die gefährlichste Route in der Welt. Die meisten Menschen, die Grenzen überqueren wollen, daran sterben, tun das in der Mittelmeer. Das sind Statistiken vom Missing Migrants Project, die sammeln nur von den bekannten Toten die Daten, und das sind keine absoluten Nummern, das sind nur Relationen. Der große dunkelblaue Part ist der Anteil der Leute, die in der Mittelmeer sterben im Vergleich zum Rest der Welt. Also ich glaube, ihr seht, dass das Mittelmeer eine sehr gefährliche Route ist, aber Leute müssen diese Route nehmen, weil ja, Europa und ihre Alliierten die kürzeren und sicheren Routen abkürzen. Das internationale Gesetz verlangt, dass wir Leute in Not retten. Und wir haben immer diesen Gesetzen des Meeres und des gefolgt. Das ist normalerweise abhängig von der Europäischen Union, aber wir sind bereit, diese Leute zu retten. So the region we are operating in. Thanks. Danke. So, the region we are operating in is also regulated by international laws. Die Region, in der wir arbeiten, ist auch da gilt auch das internationale Gesetz. Also wir haben Libyen, wo das libysche Gesetz greift. Und dann ist danach die Zone, wo die 12-Meilen-Zone, das gehört auch zu der libyschen Gewässer, aber darüber hinaus ist das, aber es ist auch internationales Gebiet. Und das ist das internationale Wasser, in dem haben auch die Behörden einige Eingriffszeit, aber es ist im Prinzip internationales Wasser. Und das ist der Bereich, in dem wir die meisten Boote finden. Und das ist, wo wir arbeiten, bis zu der 12-Meilen-Zone. So, do we able to conduct effective SAR operations? We need, of course, to buy a ship. Um das zu machen, mussten wir auf jeden Fall ein Schiff kaufen. Dann haben wir die Juventa gekauft. Und die Juventa wurde zu dem Gebiet geschickt, wo die meisten Notfälle, Boote in Not passieren. Und das heißt, wir suchen aktiv nach Booten in Not und suchen vor ihnen. Und diese Boote bewegen sich langsam, also können wir nicht auf Malta warten, weil es dauert 24 Stunden, bis wir da hinkommen. Für uns ist es wichtig, wenn die Leute schon die Küste verlassen. Weil die Boote, die ihr vorher gesehen habt, die sind eigentlich ein Notfall, sobald sie in die offene See kommen. Das sind überfüllte Boote, wenn die in der offenen See sind, das sind einfach Notfälle. Wir müssen da sein, bevor sie das verlassen. Die Juventa ist ein sehr kleines Schiff. Da passen nicht viele Leute drauf. Und zum Transport kann es eigentlich nur die Crew aufnehmen. Wenn wir die Boote in der Not kennen, dann sichern wir die mit Rettungsjacken und bring out life rafts and evacuate people on the life rafts. Und Floße und evakuieren die auf diese Notfloße. You can see one of these bigger ships here. It's the Was Prudence. Das ist die Was Prudence. Das wurde von MSF benutzt. Das größere Schiff, und das kann viel mehr Leute aufnehmen. Und das kann sie dann sicher nach Italien bringen. Close cooperation with the Maritime Rescue Coordination Center in Rome. Und zusammen mit diesen Schiffen arbeiten wir immer mit der Maritimen Sicherheitsagentur in Rom.
So, und die sind verantwortlich für diese Noteinsätzen dieser Region und sie müssen die koordinieren. Und die organisieren immer den Transport von diesen Migranten und machen das immer mit diesen Schiffen und machen das nicht selber. Aber ihr müsst beachten, dass es keine unabhängige Aktion ist, sondern dass es zu der italienischen Regierung gehört. So ist an Anweisungen aus dem Innenministerium gebunden. So, as I already said, wie ich schon gesagt habe, die Juventa ist nicht dafür gedacht, Leute zu transportieren, sondern nur, um sie zu sichern. Das war immer mit der MRCC klar kommuniziert. Wir waren immer die Ersthelfer und haben die Situation gesichert. Und das ist unser Job, da sind wir auch gut drin. So haben wir am Anfang operiert. So haben wir auch mit einem anderen NGO-Schiff operiert. Das war derselbe Fall. Wir waren zuerst da, wir haben die Leute gesichert und dann haben wir sie auf größere Schiffe transferiert und die wurden dann nach Italien gefahren und so. Helfen da auch alle anderen NGOs, Sea Life, Sea Watch, NSF and so on. Wir sind da nicht alleine, es sind sehr viele. Das war ein erfolgreiches, bewiesenes Konzept. Also um es nochmal zu erzählen, das Konzept ist, wir haben kleinere Boote, die sind da, sichern die Leute und sobald die sicher sind, rufen wir größere Schiffe, transferieren sie auf diese größeren Schiffe und die bringen die dann zu einem sicheren Ort. Das ist dann meistens Italien. Im Mai 2017 hat sich dann aber plötzlich was für die Juventa geändert. Danke, Henrik. Also plötzlich wurden Sachen anders und eine Sache, die ich nochmal bekräftigen will, ist, dass alles, was wir getan haben, immer unter der Koordination der Rettungskoordination in Italien, in Rom. Bis dann hatten wir eine ganz gute Arbeitsbeziehung mit denen. Wir haben sehr erfolgreiche und effiziente Suchoperationen, Rettungsoperationen durchgeführt, vielleicht ein bisschen zu effizient. Also wir können da sagen, dass eine Kette von interessanten Ereignissen im Mai anfing. Eine Situation, über die ich jetzt reden will, war, als wir Rettungssignale, Notsignale bekommen haben von verschiedenen Refugee-Booten. Und als wir diese Boote gerufen und sie haben dann uns nach Hilfe gefragt, um diese Menschen zu retten. Bis dann war das keine so unübliche Situation, aber dann sollten wir plötzlich von der MICC, von der Koordination in Rom, uns zurückzuziehen, die Situation, die Rettungszone zu verlassen und nach Lampedusa zu fahren. Also uns wurde befohlen, Rettungssignale, Notsignale zu ignorieren, die in Lebensgefahr waren und wegzufahren. Das ist vorher nie passiert bis dann. Wie ihr euch vorstellen könnt, waren wir ein bisschen hin und her gezogen. Sollen wir das tun oder nicht? Wir hätten denen folgen müssen, aber das hätte geheißen, dass wir Leute in Not zurückgelassen hätten müssen und ich kann mich erinnern, die ganzen Leute, die die Juventa in der Zone gehalten haben. Aber irgendwann mussten wir dann nachgeben und nach Lampedusa weiterfahren. Und später haben wir gelernt, dass in diesen zwei Tagen, in denen die Juventa nicht da war, dass das eine der aktivsten Rettungsperioden waren in 2017. Mehrere hundert Menschen verloren ihr Leben und die überbleibenden Kapazitäten in der Rettungszone waren einfach nicht groß genug. Also diese Prozedur ist doch mal zweimal passiert. Einmal nochmal im Mai und noch einmal im Juni und nochmal waren wir absolut im Dunkeln darüber, was zum Teufel da hätte los sein können. Und wir haben gemerkt, dass sich etwas geändert hat.
die gute Arbeitsbeziehung mit der MICC war nicht mehr so gut. Aber wir haben nicht verstanden, was passierte, warum sie sich so benehmen. Und ich meine, wir müssen erkennen, dass das eine Autorität ist, deren Aufgabe es ist, Rettungen zu koordinieren auf See, Menschen auf See zu retten. Und sie ziehen sich zurück und reduzieren aktiv Such- und Rettungsschiffe von den Zeitpunkten und Orten, wo sie am meisten gebraucht werden. Und wir sind sehr erstaunt und nicht zu sagen sprachlos. Und wir konnten viele Szenarien erwarten, wir konnten ja uns vorstellen, dass die Situation, in der sie waren, nicht ganz einfach war. Wir haben also oft gesagt, okay, das liegt wahrscheinlich daran, dass sie total überwältigt sind mit diesen immer komplizierteren Rettungen im Mittelmeer. Und das führt dann einfach zu schlechten Entscheidungen. Aber diese Sachen sind einfach öfter passiert, ne? Und Ende Juli hat die italienische Küstenwache zwei Migranten an Bord der Juventa aufgenommen. Die haben sie auf einem ganz kleinen Gummiboot aufgenommen aus Tripoli und sie haben uns gefragt, sie an Bord zu nehmen. Also das war ein bisschen merkwürdig, das ist nie vorher passiert, wie wir gerade von Henrik gelernt haben. Deren Boote sind meistens größer als bisschen größer als 4 Meter und da sind meistens mehr Leute als 2 drauf. Aber was da draußen passiert, ist natürlich nie normal. Also haben wir diese 2 Leute an Bord genommen und wir haben diese Leute 2 Tage dort gehalten, bevor wir irgendwelche Instruktionen gehalten haben, was wir weitermachen sollten. Aber ich habe irgendwie erwartet, dass wir nach Lampedusa weiterfahren würden. Also auf dem Weg nach Lampedusa, auf dem halben Weg ungefähr, haben wir ein anderes Notsignal bekommen aus Rom über ein Boot, das gerade Tunesien verlassen hat am frühen Morgen. Und was sehr interessant war an dem Tag, war, dass sie uns super präzise Anweisungen gegeben haben darüber, wie wir unsere Suchmuster führen sollten. So mit Koordinaten und Distanzen und genauen Geschwindigkeiten. Und sie waren in absoluter Kontrolle darüber, was und wie wir es getan haben und haben immer sicher gemacht, dass wir ihren Plan gefolgt haben. Das ist vorher auch nie passiert, weil sie vorher nie so wirklich daran interessiert waren, wie wir das machen, solange wir was gefunden haben. Sie haben uns ein Suchmuster gegeben, das 3 Tage gebraucht hätte, um es durchzuführen. Und die gebrauchten keine offizielle Notbenachrichtigung und auch keine Nummer, um das zu registrieren. Das wäre eigentlich notwendig für das Verfahren. Und ich sollte auch noch hinzufügen, dass die Juventa das einzige Schiff war, was daran beteiligt war. Und einige Schiffe dazwischen, die da waren, wurden sie nicht informiert worden. Und sie waren in der Region. Die MSCC wurde angefragt. Aber sie hat weiter angefragt und wir haben gesagt, dass wir es nicht können. Und dann erlaubten sie den zum Mitmachen und zum Suchen, zum Retten. Wir haben auch noch ein privates Suchflugzeug angefordert, aber das wurde zurückgewiesen von morgens bis abends und das hat nie Malta verlassen. Und glaubt es oder nicht? Wir waren immer noch nicht überzeugt, dass die MSC den Anweisungen von dem Innenministerium folgt. Wir haben immer noch nicht geglaubt, dass die Polizei sowas machen oder die Behörden sowas tun könnten. Wir haben einfach nicht, konnten uns nicht vorstellen, wohin dies uns führen würde.
Italian territory waters. In dem Moment, wo wir Italiens Gebiet erreicht haben, vier Küstenwachenschiffe haben uns mit Lichtern begleitet bis nach Lampedusa. Und wir wurden durchsucht und beschlagnahmt am 2. August. Und dann langsam wurde uns klar, was da passieren würde. Und jetzt im Rückblick können wir vieles, vieles macht Sinn, dass die Anweisung und für die Durchsuchung und die Beschlagnahmung wurde einen Tag, bevor wir nach Lampedusa unterzeichnet. Und die komplette Beschlagnahmung wurde vorher an die Medien weitergeleitet und sie konnten und die haben da in der die Presse hat in der Mitte der Nacht auf uns an dem Dock gewartet. Und dann haben wir nachgedacht, worüber dieses Suchpattern, Suchmuster wichtig war. Aber eins wissen wir sicher, das Szenario, worüber wir vorher gesprochen haben, als sie die Juventa da rausgezogen haben, das war ein Preis, den sie bereit waren zu bezahlen, um eine Wanze auf der Brücke zu hinterlassen. Und jetzt die Sache, dass sie die Juventa häufig zurückgeordert haben, macht natürlich auch noch Sinn. Vielleicht war die SD-Karte einfach nicht so groß. Ja. Ungefähr in der gleichen Zeit, wo die Wanze auf der Brücke platziert wurde. Da wurde auch ein ein Polizist verdeckt auf einem anderen Schiff platziert. By the Italian authorities was started as early as September 2016. Und die Aktionen von der italienischen Polizei wurden gestartet am frühestens am August 2016. Had proactively informed not only special police forces. Sie hatten nicht nur spezielle Polizeikräfte, die für organisiertes Verbrechen verantwortlich sind, sondern auch politische Personen in Italien. Und die Aussagen waren, haben nicht zueinander gepasst, aber trotzdem haben sie eine große Untersuchung verursacht. Womit sie dann das rechtfertigt haben, war, dass sie illegale Immigration mitgemacht hatten, dass wir Waffen hätten, noch etwas. Und bis zu diesem Tag sind da keine Anzeigen erstatten gegen irgendwelche Crewmember oder die Organisation. Und ich denke, das ist auch gut für die, weil was sie wollten, haben sie erreicht. Sie haben Zeit gekauft, sie haben ein Schiff weniger in der im Rettungsbereich. Und sobald sie halt irgendwie ein Gerichtsverfahren haben, müssen sie ja Beweise führen, was möglicherweise ein Problem sein könnte für sie. Also die Beschlagnahmung der Juventa war eine vorgreifende Maßnahme, die durch Anti-Mafia-Gesetze erlaubt wurde, die auch für ähnliche Sachen benutzt wurde, wie zum Beispiel Kap an der Mur 2005, tunesische Fischer in 2007. In den beiden Fällen wurden die Anzeigen fallen gelassen, aber natürlich war der Schaden getan. Und wir haben natürlich dagegen vorgegangen, zwischendrin, in einem Gericht, aber das wurde dann zurückgegeben und das wurde dann auf das Verfassungsgericht weitergereicht und wir warten jetzt auf Sie, uns sich zu entscheiden, ob die Beschlagnahmung war legal oder nicht. Das, was wir also zwischendurch lernen mussten, war, dass die Beschlagnahmung der Juventa nur ein kleiner Teil in einer viel größeren politischen Kampf war. Was die EU eigentlich will, ist, dass die
die zentral-mediterrane Route geschlossen wird. Und was sie auch nicht wollen, sind ertrinkende Leute, Bilder von ertrinkenden Leuten. Also was sie nicht machen, ist Schiffe zu schicken, um diese Leute zu schicken, sondern sie wollen die Zeugen loswerden, die das Ertrinken der Leute dokumentieren und sie retten. Also wollen sie die NGOs davon abhalten, da zu arbeiten. Also, was wir also gelernt haben, ist, dass der Kampf für die Juventa, was wir gerade kämpfen, ist kein gesetzlicher Kampf, sondern ein politischer Kampf. Und wir kämpfen diesen Kampf zusammen mit einem Haufen anderen NGOs, die dort aktiv sind. Für uns ist die Beschlagnahme natürlich ein Rückschlag. Wir haben keine Schiffe, mit denen wir operieren können. Aber ihr könnt immer noch sehen, mit diesem ganzen Druck sind da manchmal positive Überraschungen. Zum Beispiel im Dezember, als die UN einen Evakuationsflug aus Libyen nach Europa organisiert hat. Und das war nur möglich, weil die ganzen Medienarbeit, die die ganzen NGOs gemacht haben, und sodass sie reagieren konnten. Und was das uns zeigt, war, dass wir mit Geduld und andauernden Kampf immer so ein paar kleine Löcher in die Festung Europa bohren kann. Also lass uns diesen Kampf weitermachen. Vielen Dank. Breathtaking. Thank you so much. So, haben wir Fragen? Wir haben einige Mikrofone im Saal, wo ihr hingehen könnt und... So, hallo. Danke für die gute Arbeit. Ihr habt eine Anzeige wegen Schusswaffen erwähnt. Also es ist keine, es wurden keine Beweise dafür gefunden, dass da, oder Hinweise, dass da. Und wir haben gelernt, dass sie das hinzufügen mussten, um die Beschlagnahmung überhaupt zu rechtfertigen. Sonst die anderen wären nicht stark genommen, um die Beschlagnahmung zu rechtfertigen. Okay, microphone one, please. Thanks for the talk. Danke für den Talk. Drei kleine Fragen. Wie viel hat die Juventa gekostet? Was kostet es, ein neues Schiff zu kaufen? Und ist das möglich? Ja, ich weiß gar nicht, wie viel das Schiff gekostet hat. Weißt du das? Aber ich weiß ungefähr, was so ein Schiff kostet jetzt. Das wäre vielleicht so ungefähr 180 bis 150.000 Euro. Und ist möglich oder nicht, aus einem ökonomischen Punkt geht das wahrscheinlich. Leute haben es schon vorher gemacht, das ist wahrscheinlich möglich, es nochmal zu machen. Politisch gesehen ist es wahrscheinlich schwierig, wie wir da weitermachen, was die richtige Aktion wir machen können. We have a signal. We have a question from the internet. Wir haben eine Frage aus dem Internet. Ist das was zu einzigartig, was zu eurem Schiff passiert, oder sind andere Schiffe, die beschlagnahmt worden sind? Die Beschlagnahmung ist einzigartig, aber da waren andere Schiffe, die von der Polizei gesucht worden sind. Okay, number one, please. Kann ich irgendwas zu der Frage hinzufügen? In unserer Akte haben wir Hinweise, dass die gegen die Juventa-Crew gearbeitet haben. Da waren Hinweise, dass sie auch die anderen Crews mit Wanzen versetzt haben und abgehört haben. Und wir wissen. Das passiert und wir waren halt einfach nur ein verdaubarer Bissen, der. Ich habe ein halbes Jahr Freizeit, sagen wir mal. Wo unterschreibe ich?
Das klingt gut. Ich kann dich zu unserem Assembly einladen. Das ist Just Humans Assembly in Halle 2, wo viele unserer NGOs bei sind. Also komm einfach vorbei und rede mit uns und finde uns da. Okay, one last question. I hope it's a short question. Eine letzte Frage, ich hoffe, es ist eine kurze Frage. Wir haben nur 2 Minuten. Danke für euren Vortrag und eure Arbeit. War das überhaupt eine legale Aktion, die sie da gemacht haben? Also die Wanze, und woher wisst ihr, ob das deine Wanze ist? Wir wissen, dass deine Wanze ist, weil es in der Akte steht. Und das, also in der Akte sind 500 Seiten drin. Wir wissen die genaue Zeit und Tag, an dem die Wanze und wo sie ungefähr verbaut worden ist. Wir wissen nicht genau, ob, wie das legal ist, weil in einer italienischen Behörde auf einem Schiff unter niederländischer Flagge verbaut hat, wo viele die Crew, viele aus Deutschland kommen. Bis heute haben wir keine klare Antwort auf die Frage. Wir haben einige Anwälte gefragt und es passiert eigentlich zu offen. Du bist auch, wir laden dich auch ein, zu unserer Assembly zu kommen und dann darüber zu reden. Okay. So, like the two said, Assembly Hall 2. Also Assembly Halle 2. Könnte sie treffen und mehr Fragen stellen. Vielen Dank noch einmal. Und damit verabschieden sich aus der Übersetzerkabine Siri und Philipp.